Schönen guten Abend. Jetzt heißt es guten Abend, Deutschland. Wir schalten rüber zur Fashion Week. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie den Abend jetzt mit uns und kommen Sie mit rein. Schönen guten Abend, Star-Designer Kilian Kerner. Für wen sind denn Ihre Outfits? Für jedermann, also beispielsweise auch für mich? Oder wer soll das tragen? Ich glaube, da wird auch das eine oder andere für dich dabei sein. Herr Botschafter, können Sie uns sagen, wann und wo diese Gespräche stattfinden sollen? Sind wir denn kein Einwanderungsland mehr, kein klassisches Einwanderungsland mehr, wie wir es mal waren? Das ist eine andere Frage. Der Strombedarf bei uns wird sich bis 2045 vermutlich verdoppeln. Darüber sprechen wir jetzt mit der wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU, Julia Klöckner. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend, ich grüße Sie. Robert, wie dringend brauchen die Menschen diese Hilfe? Ja, Jochen, man muss erstmal unterscheiden zwischen finanzieller Hilfe und ganz praktischer Hilfe. Schönen guten Tag, Philipp Amthor. Sie sind ja selbst passionierter Jäger. Wie viele Waffen haben Sie denn zu Hause? Ja, guten Tag, Herr Bittich. Also wissen Sie, erstens ist es so, dass ich jetzt nicht unter das Rubrum passionierter Waffen nachfallen würde. Soll die Bundeswehr an Schulen werben dürfen? Ja, fordert jetzt Friedrich Merz. Was ist das jetzt zum Beispiel? Ja, probier mal. Schau mal, wonach es schmeckt. Oh Gott, meine Lieblingsmarke ist wahrscheinlich irgendwas zu essen. Was Bayerisches oder aus Franken? Ja, wahrscheinlich auch Fränkisches Essen tatsächlich. Was Typisches, so Risotto. Wie Berlin, nur süßer? Ja. Waldmeister? Waldmeister, richtig. Karl Lauterbach behauptet ja, wenn die Isolationspflicht bei uns fällt, dann würden noch viel mehr Menschen sterben. Wie bewerten Sie das? Das auch nochmal probieren. Das ist tatsächlich traditionelle Berliner Weiße. Das schmeckt wissen auch nämlich auch Berlin, gar nicht so viel. Es ist bitter. Und zum Sport und zum Tennis. Novak Djokovic steht erneut im Endspiel von Wimbledon. Du hast eben schon die EM 2024 im eigenen Land angesprochen. Glaubst du, ist da überhaupt noch Hoffnung für uns? Eine Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ein Teil dieser 850 Tonnen schweren chinesischen Rakete rast derzeit auf die Erde zu. Brauchen wir Atomkraft und wenn ja, wie lange noch? Kaum ein Thema wird derzeit so emotional diskutiert. Sogar Greta Thunberg ist Atomkraft inzwischen lieber als Braunkohle. Die Frage, warum lassen sich die Grünen einfach nicht überzeugen? Sie können ganz klar sagen, für Sie war es die richtige Entscheidung. Ja, und wie sagt man in Norddeutschland? Nicht lang schnacken, Korbe nacken? Ja, so ähnlich. Tja, hoffen wir auf ein paar Tore. Viel Spaß und tschüss. Ich find's gut. Mich auch. Prost.